Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Chrono Trigger. Und wir waren in Marcos Schloss. In Marcos Schloss. Und ich nehme mal an, das sind jetzt wieder ein paar von diesen 100 Gegnern. Die es hier zu besiegen gilt, um bis Marcos durchzudringen. Und die machen wir jetzt einfach mal noch kalt, aber ich sehe gerade, ich sollte mich dann vielleicht mal heilen. Nein, nicht Gewitter 2, den Aura-Wirbel bitte. So, die sind relativ einfach mit physischen Attacken zu besiegen. Das ist schon mal nett. Es kommen jetzt aber, glaube ich, noch andere Gegner, wo wir aufpassen müssen. Ja, genau, die meine ich. So, ich greife die jetzt mal an. Physische Verteidigung 1, genau. Und jetzt machen wir Gewitter 2 auf alle. Mal gucken, ob es was bringt. So, yes, ein kritischer Treffer. Physische Verteidigung ein. Okay, dann hauen wir den mal noch Wasser um die Ohren. So. Und 4 Stück von der Sorte. Immer erst probieren, was sie für Verteidigung gerade haben, beziehungsweise die physische Verteidigung aktivieren. Dann könnt ihr mit Zauber draufhauen. Und schon mal eine Menge Schaden anrichten. Na komm, greif ihn an. Na, nicht du mich. Meinte Male, greif ihn mal an, genau. Physische Verteidigung ein. Und dann hauen wir nochmal drauf. Mit Gewitter, und das dürfte es dann für diese Typen auch gewesen sein. Und tschüss. So. Aber unmöglich. Nein, nichts ist unmöglich, mein lieber Ossi. Ja, dumm gelaufen, ne? Da hat ja niemand mehr. Das ist der Gipfel. Ja. Einen Hastgurt. Das ist gut. Es ist gut. Gebe ich mal. Nee, ich gebe den mal.
Gib ihn mal ihr, dass sie notfalls heilen kann. Ich sollte mich vielleicht auch mal heilen, fällt mir gerade ein. Tun es auch normale Tonics, glaube ich. So. Dann bekommt Chrono von mir noch so, und Marle bekommt noch ihre zurück. Jetzt kommen noch Gegner, verdammt. Ich hatte eigentlich gedacht, dem Raum nach zu urteilen, dass wir jetzt bei Magus sind. Aber nein, sind wir nicht. So, dann hauen wir ihn noch. Was, das war's noch nicht? Echt jetzt? Echt jetzt? So, wow. Wow, wow, wow. Aber physische Verteidigung 1. So, dann hauen wir mal ein Gewitter rein. Auch weg. Und dann machen wir noch den letzten mit Chrono fertig. Genau. Chrono lernt verwirren. Okay. Doppeltech Eisschwert 2 gelernt. Nice. Nice. Wow. Genau im Eingang. Okay. Dann greifen wir mit Marle den mal wieder an. Hauen mal mit Gewitter drauf. So, und die letzten beiden. Für die gibt es physische Attacken. Fock erreicht nächste Stufe. Auch nicht schlecht. Erstmal zu den Truhen. Magieschal.
und eine Nebelrobe. Ach, die hat die Nebelrobe schon an. Okay. Ja gut, dann hebe ich die auf. Vielleicht kann die Luca dann tragen. Ah! Du bist dran, Ossi! Jawohl! Hahaha! Sicher hat dir Sir Magus bereits die Verstärkung gerufen. Wartet nur, bis Labus kommt. Ich werde nicht besiegt werden. Kein Angriff wird meine Barriere durchbrechen. Genau. Aber wir können was anderes tun. Ja, da lacht der Gute. Passt auf, worauf ihr zielt! Haha, ja, wir wissen schon, worauf wir zielen, keine Angst. Wir wissen schon, worauf wir zielen. So, das ist die ja. Lasst gleich nicht mehr und tschüss. Das war ja leicht. Ja. Wir müssen uns beeilen und Magus finden. Ach, hier ist ein Speicherpunkt. Auch nicht schlecht. Ah. Unterkunft habe ich 16 Stück, da könnte ich eigentlich mal eine verwenden. So, dann speichern wir. Und dann geht's weiter. Wow. Neugazina Sieber Summon. Was? Nun ist die Zeit gekommen. Aha, das klingt nach Magus. Tauschen wir diese Welt gegen? Gegen? Magus. Es ist dieser dumme Frosch. Irgendwelche Prinzessin geküsst. Wow. Ich mag diese Erscheinung und verdanke sie nur dir. Ich habe was für dich. Das Masamune. Du willst es sicher gleich benutzen. Der schwarze Wind wird stärker. Zeig mir, was du kannst. Wenn du für die Lehre bereit bist. Okay. Probieren's mal mit dem X-Schlag. Wow. Gucken, wie er auf Magie reagiert. Oh, die heilt ihn. Okay. Gut, dann beschränke ich mich mit Marle aufs Heilen und mit Chrono auf den X-Schlag.
Ich heile mal Krone, vorsichtshalber. Du heilst dich mal selbst. So, dann hältst du mal Frock. Kann ja mal gucken, was das Masamune alleine abzieht. Das zieht 39. So, du heilst Krono. Und wir machen jetzt den X-Schlag. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Dann kann ich mal mit Gewitter 2 draufhauen. Schattenmagie habe ich leider nicht. Oh, nicht schon wieder. Nur Gewitter schadet. Gewitter ist nice, das gefällt mir. Dann gibt's für dich mal Gewitter 2. Achso, der heilt jetzt erst. Ich wollte schon sagen, warum hat mir das jetzt geschadet? So, er hat noch Gewitter, ne, glaube ich. Aufpassen, dass er nicht zwischendrin wechselt. Weil ihn jetzt zu heilen, das wäre fatal.
Komm mal, hast auf Chrono. Zieht ordentlich ab, ne? Aber eben nicht viel. Chrono braucht dann auch mal einen Ethermet. Yes! Das hat gesessen. So, das gebe ich Ihnen jetzt. Einmal auf... Na. Chrono. Antimaterie, stärkste Attacke. Ach du Kacke. Wow, 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 wow. Bitte, bitte, hey. Ja, puh. So. Da ist mir wieder hochgeheilt, das ist schon mal nice. Wow. Ich da mal down geht, ne? Ich da mal down geht. Ist ja übel. Yes! Yes! Chrono erreicht nächste Stufe! Ich glaube, das war's. Wir haben Markus besiegt. Was hast du mit dem Masamune gemacht? Was? Es ist klar, was... Schlechtes Timing, wach nicht gerade jetzt auf. Aufwachen? Du hast ihn geschaffen? Idioten, ich habe ihn nur gerufen. Er lebt in der Erde und er zieht dem Land Kraft, wodurch er immer stärker wird. Was? Was geschieht? Das Tor! Wenn ihr nicht gekommen wärt. Chrono! Oh. Oh oh. Chrono. Chrono. Auf, Chrono. Liebling, du kommst zu spät zur Arbeit. Was?
Ich hatte vergessen, wie schön Lenas Glocke klingen kann. Bruno, wir können meinen Vater nicht länger auf der Tasche liegen. Such dir eine Arbeit. Bruno! Bruno, 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 Bruno! Bruno! Okay. Bruno, wach! Ayla! Ayla hatte seltsamen Traum. Zu mystische Berge gegangen. Alle dort liegen, verletzt. Ich zur Hütte getragen. Magus. Frosch lecker. Ayla essen dürfen. Gott bewahre, Mädel. Ach ja, wo der Blauhaarige sein. Nur euch da gefunden. Blauhaariger vielleicht schmackhafter? Er ist entkommen. Aber wenn nicht Markus Lavus geschaffen hat, wo kam er her? Lavus? Keine Sorgen. Ja, ausruhen, schwer verletzt. Ja, kriegen wir noch eine Übernachtung spendiert, nice. Sehr nice. Chrono, okay. Ayla unterwegs zu Laruba-Dorf. Zusammen Reptiten bekämpfen, Reptiten töten oder wir sterben. Kino! Was los? Ruhe! Krone ausruhen! Norden, Wald brennen! Oh Gott. So, wir sind aber, glaube ich, voll geheilt. Genau, und ich würde sagen, für diese Folge soll es das dann auch gewesen sein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!